So, ein kleiner Sprung und zurück im Bergwerk. Und hier irgendwo soll es einen Schatz geben. Aha, aha. So, erstmal gibt es ein paar Maulwurfsratten. Ja, natürlich. So, die ein oder andere. Fünf. So, und die buddelt sich jetzt genau hier wieder raus. Wenn sie es könnte. Ab und zu mit dem Selbstschießen macht eigentlich auch Spaß, ne? Es ist ein bisschen anders wie in Fallout 4, aber wir kriegen das hin. So, waren das jetzt alle? Oder sind die uns auch einfach egal? Atomare Abfall? Oh ja. Und da war Polly irgendwo. Da oben müssen wir hin. Ist ja die große Frage, sind wir... Nee, ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt eigentlich alleine? Wir haben doch aufgeräumt. Nein. Ich dachte gerade, ich habe Licht angemacht, aber das sind die Leute. Oh, jetzt bitte. Blutwürmer. Ugh. Ich habe es einfach schon zu oft gesagt, aber... Diese Programmierung in Fallout 76, weißt du, dass da einer... Hier, guck mal hier. Er hier. Profi, er macht's nicht. Aber dass die normalerweise erstmal versuchen, weiterlaufen, so wie er hier. Und dann dich von hinten abmurksen wollen. Immer wieder umblicken muss. Ja, das fand ich immer doof. Fairerweise, die haben es jetzt weniger gemacht, als ich zeigen wollte. So, wir sind wieder in unserer kleinen Arena hier. Unser Arm tut weh. Da unten gab es doch Gold, oder? Da haben wir doch letztes Mal was gefunden. Hier. Hier, genau, Goldader. Oder auch. Ah. Zweimal sogar. Denn Gold soll ja in Wastelanders auch eine größere Rolle bekommen. Weißt du den Code noch? Nee. Andersrum, ne? So rum war's. Welche Kleinigkeiten dazugekommen? Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. So, jetzt haben wir eine ID-Karte. Träumchen. Und da können wir jetzt... Den so, wie war das? Ein riesengroßer Vorratsraum mit allem, was wir wollen. Genauso. Finde Cranes Schatz. Das tun wir. Oh. Aber erstmal, kommen wir da rein. Die ist versperrt. Da ist ein Coca-Cola Jerry. Menno. Naja, vielleicht kommen noch so ein paar 1, 2, 5 Maulwurfsratten oder Verbrannte oder irgendwas anderes. Ich muss doch mal ein bisschen Licht machen hier. Oder was immer da krabbelt. Eine Kiste? Nee, ist es nicht. Hier irgendwas? Auch nicht. Na, dann komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Ich halte dir.
Und hier so? Nur die eine ist ja langweilig. Gar nichts? Nix. Oh. Und hier, nee, das war keine Maulwurfsratte. Das war nur deren Versteck. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Das bringt uns irgendwie noch nichts. Was haben wir hier? Speicherkontrollraumschlüssel. Genau, den nehmen wir mit. Telefon nehmen wir mit. Tischventilator nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Und hier ist ein Robco. Systemregistrierungsterminal erfordert Skill 0, dein Skill 3. Joa, alles klar. Dann komm doch mal her. Ein Passwort. Glücklich wie wir sind, nehmen wir Lack. Ernsthaft? Ernsthaft? Besucherführer Walkthrough. George, sie ziehen die erste Tour vor. Du hast gesagt, wir brauchen 6 Monate. Wir haben 2 Wochen. Das hier sind meine Notizen für die Tour. Ich habe im Lager noch mehr hinterlegt. Für Notfälle räumen die alle weg, bevor die Gäste eintreffen. Erledige all das. K. Registrieren Sie den Pip-Boy. Das machen wir. Pip-Boy gefunden. Registrierung abgeschlossen. Gegenmaßnahmen deaktiviert. Pip-Boy bei Zugangspunkt verwendbar. Das finde ich gut. Wir kommen hier echt besser durch, als ich dachte. Also im Moment haben wir hier noch, warte mal, 17 Stimpacks haben wir. Das ist ganz gut. Wie viel Wasser haben wir denn noch? 60. Im Moment switche ich so zwischen den beiden Charakteren hin und her. Also hier um dem Niveau und dem Urs. Und da freue ich mich immer, wenn ich irgendwie sowas finde wie ganz viel Wasser. Und ich habe mit dem Urs momentan auch ein bisschen trainiert, wie man hier mit dem Wetz ein bisschen besser schießt. Muss sich ja hier auch mal ein bisschen lohnen. So, wie sieht's aus? Komme ich da rein? Guten Tag. Schatzkammer öffnet sich. Na, dann gucken wir doch mal. Was wurde uns erzählt? Eine riesen Kammer voller Ameisen. Eigentlich ist die ja ganz süß. Ich will die gar nicht erschießen, aber ich muss. Ach, das wusste sie. Hallo? Kleine Ameise? Kleine Ameise? Ach, da oben bist du. Es tut mir leid, aber... Das mit dem Wettschießen gefällt mir eigentlich ganz gut. Wieso haben wir das früher nicht gemacht? Muss ja auch zugeben, dadurch, dass der kleine Urs ja auch die ganzen Hauptquests nochmal machen muss, wie du weißt, ne, wir sollen ja Level 20 werden. Das ist der Punkt, an dem der Max und ich aufgehört haben zu zocken. Und dann sind, ohne dass ich das jetzt mal aufgenommen habe, der Garth und ich ein bisschen unterwegs gewesen. Cream, Wodka, Eis, kann man nicht mitnehmen? Verdammt! Und das muss man ja auch nicht jedes Mal wieder aufnehmen. Und... Na, komm, gib her. Appalachia hat sich doch hier und da mal ein bisschen verändert, darauf wollte ich hinaus. Also wir machen die gleichen Quests nochmal, wir nehmen das natürlich nicht auf. Ich denke dann teilweise auch dran, ach, hier warst du schon mal, da warst du schon mal und... Möchte mir vielleicht selber das eigene Let's Play nochmal angucken, so im Nachhinein. Ich hoffe einfach, dass das mittlerweile ein bisschen runterläuft, dass die
dass die Folgen mittlerweile ein bisschen ansehnlicher geworden sind, auch zum Angucken. Besser geschnitten natürlich, überhaupt geschnitten. Das war ja ein großes Problem von mir früher. Und ich bin einfach zu dem Punkt gekommen, das muss ich nicht jedes Mal nochmal neu aufnehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn die Quest ist ja doch die gleiche. Und sobald... Ja, Hallöchen. Und sobald der Urs Level 20 ist, dann mache ich nochmal weiter in der Staffel 2. Ob das dann immer mit dem Gathfinder oder mit dem Max nochmal ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Kann schon sein. Kann auch sein, dass es ein, zwei Folgen gibt, in denen ich dann alleine umherziehe. So, da wollen wir rein. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Erstaunlicherweise kann man aber festhalten, dass wir hier deutlich weniger Probleme haben. Also der Urs, der kam nicht einfach so am Scanner vorbei. So, da ist eine Tür. Aber sei mir nicht böse, die großen Schätze haben wir hier nicht. Außer natürlich die Nuka Cherry. So, hier geht's wieder raus. Das, ja. Da geht's wieder raus. Holobänder gibt's hier leider auch nicht. Da gibt's noch einen Wunderkleber. Da gibt's noch eine, was immer das ist. Verlage. Batterie nehmen wir noch mit. Da waren wir schon an der Truhe. Jo. Da waren wir noch nicht. Das lohnt sich nicht. Das ist nur eine Sicherung. Okay. Waffen hier hinzufügen, lesen. Guck mal, eine Kleinigkeit gibt's noch. Testbroschüre 021B, George, Waffenabteilung, nichts als so ausgefallenes. Irgendwas, um Demonstranten zu verschrecken. Okay. Kurzläufig für... Ach, naja. Also das ist alles so, ja, ne? Also der große Schatz ist das jetzt hier, würde ich nicht. Da irgendwas... Na gut, ein paar... Vorkriegsgeld natürlich wären hier ein paar Dollar gewesen, aber jetzt fürs Ödland gerechnet ist hier nicht viel Großes. Da waren wir auch schon, ne? Da waren wir auch schon. Die haben wir auch schon und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Aha, 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 aha. Spielcasino. Wasserspende auch so hübsch hier. So, alle gucken da hin und von hier erzähle ich dann was. Was leuchtet denn da Schönes? Mega Dispenser Test Token. Den nehmen wir mit. So, und damit können wir spielen. Okay, alles klar. Plündere was? Plündere das Versteck. Münzschacht für eine Energiewaffe. Für eine Schrotflinte, für ein Gewehr, für eine Pistole, waffenlos, zwei Nahkampfwaffe und Einheit Nahkampfwaffe. Wir haben ja schon ein schickes Gewehr, also Schrotflinte, naja, die macht halt nicht so viel Schaden. Wir snipern ja doch ein bisschen mehr. Das heißt, ich wäre tatsächlich hier bei dem Gewehr. Wenn du deine Marke hier einführst, erhältst du ein Gewehr. Möchtest du eine Marke einführen? Hm, ja. Und dann bekommen wir wieder ein Jagdgewehr. Anti-Rüstung Jagdgewehr mit zwei Sternchen. Na gut. So, lass uns... Was haben wir jetzt da gekriegt? Wir haben bekommen, guck mal, den haben wir schon, das ist Stufe 35 mit zwei Sternchen, macht 29 Schaden auf einer 10 mm. Und jetzt haben wir auch was Schönes bekommen. Anti-Rüstung-Jagdgewehr, kritische Schüsse im Wert verursachen plus 50% Schaden. Ach guck mal, das passt doch ganz gut mit dem, wir schießen mehr mit dem Wetz. Eine Stufe 50 macht 84 Schaden. Mir uns fehlt ein bisschen Munition dafür. Aber plus 50% Schaden, wenn wir übers Wetz schießen. Und 132 Reichweite, das heißt, wenn wir da... Wenn wir da noch ein schickes Visier dran bauen, dann passt das. Achso, jetzt muss ich ja das unser Todestemporin wieder ausrüsten. So. Jetzt passt es wieder.
Sagen, wieso steht da ein Protektron? Der steht da einfach nur so. Also das war jetzt der große Schatz. Sprich mit Duchess. Ja, das war's. Oh, was gibt's hier? Ein Redex verdünnt. Okay, kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Brauchen wir nicht. Toll. Was denn? Hab ich doch... Oh. Aktivieren. Bitteschön, geht auch. Ah, und hier ist der Hinterausgang. Alles klar. Hallo? Wer macht denn hier so eine Randale? Ist hier noch wer? Hallo? Hinter uns, natürlich. Guck mal. Die ganze Zeit reden wir drüber. So, und das hat jetzt plus 50% Schaden gemacht. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Kriegen wir nochmal Gold oder wäre das jetzt zu frech? Ist die Goldader wieder offen? Eine Spitzhacke, die wollen wir nicht. Nö, kein Gold. Dann reden wir mal mit Duchess. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Das Licht geht an. Was war das denn? Kann man hier Baumstamm? Ne, kann man nicht. Kein Holz. Man spawnt und es gehen erstmal alle Lichter an. Okay. Netter kleiner Buff, den ich beinahe rausgeschnitten hätte. Okay, es geht zurück ins Wayward. Okay, hallo Duchess. Nun, Party? Gut. Wir hatten eine kleine Unterhaltung mit deinen Freunden hier. Es heißt, du hättest Cranes Schatz gefunden. Schön für dich. Zeit, dass du deinen Teil der Abmachung einhältst. Rück die Kohle raus. Okay, erstmal hallo zusammen. Hallo Polly. Ist ja doof, dass du dein... Dings noch nicht hab. Na klar, Boss, der Ort war ziemlich leer, aber da war eine Waffe. Das Ding war ein viergeschlagener Prototyp, kein Vault. Das einzige Wertvolle war eine Waffe. Lügen, hier war schon alles komplett ausgeräumt. Ja, das ist eigentlich nicht gelogen, ne? Angreifen, hoffentlich habt ihr euer Testament gemacht. Ihr seid nämlich alle tot. Na klar, Boss, klingt, glaube ich... Ah, weißt du was? Ganz ehrlich. Eine Waffe. Eine einzige. Zeig mal her. Ja. Willst du Ärger? Zeig her! Ja, okay. Mehr war nicht da? Schön. Gib her. Dann sind wir jetzt quitt. Es sei denn, du hast was Besseres zu bieten. So, jetzt geht's los. Charisma plus 4. Du willst doch, dass man deine Leute in Ernst nimmt, oder? Dann ist die Optik wichtig. Mit so einer lächerlichen Waffe kannst du dich nicht sehen lassen. Intelligenz. Wie wäre es stattdessen mit Zugang zu einem Laden in Summersville voller neugewaltiger Roboter? Angreifen, ich glaube, klar, nimm ruhig, Stärke, schau mich doch an. Glaubst du, ich könnte das alles auf einmal raustragen? Wie wäre es, wenn ich den Schlüssel zum Versteck gebe und es ausräumst? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Dann würde ich sagen, nee, das wollen wir auch nicht. Pass mal auf, wir machen das so. Ich verstehe, was du meinst. Dann passt sie wohl besser zu dir, nicht wahr? Schön, behalte sie. Willst dir einen Namen machen? So jemanden brauchen wir. Willkommen bei den Freien Radikalen. Hier. Ich nehme an, das hätte noch schlechter laufen können. Du verschmierst mit deiner Umgebung, wenn du beim Schleichen wir dich zwei nicht bewegst. Kurz unterhalten, während ich mich wieder beruhige. So, wir sind jetzt Kumpels, finde ich gut. Keine Dummheiten. Wir behalten dich im Auge. Naja, wir sind auch nicht ganz Kumpels. Das sah immer schon lächerlich aus, aber bitte. Tschüss, tschüss, tschüss.
Ciao, Jackie. Wir sehen uns dann wohl öfter. Sieht's aus. Und der Saul. Duchess hat nach dir gefragt. Solltest zu ihr gehen. Ja, ich wollte ja nochmal mit ihr reden. Hallo? So, Duchess. Das war wohl nicht anders zu erwarten. Ich wünschte mir allerdings, du hättest nicht mit denen Geschäfte gemacht. Wenigstens sind wir sie los. Zumindest vorerst. Naja, so richtig Geschäfte haben wir ja nicht gemacht. Wir leben alle noch. Das werte ich als Sieg. Ich glaube, was du sagen willst, ist vielen Dank. Machst du dir Sorgen, sie können zurückkommen? Aber natürlich. Das Wort dieses Mannes ist nicht mehr wert als ein Brahmin-Furz. Immerhin sind wir mit Saul und Polly jetzt nicht mehr ganz in der Unterzahl. Falls er auf dumme Ideen kommt. Solomon, kannst du dir mit Bessie Pollys neuen Körper schnappen? Am besten zügig. Ich kümmere mich drum, Duchess. Mach das mal sofort. Schätzchen, es tut mir leid, dass Cranes Plan nicht so aufging wie gehofft. Ich kann zwar nicht zaubern, aber ich werde dir Rabatt geben. Solange ich noch lebe, bezahlst du hier nicht den vollen Preis. Ist das Mindeste, was ich tun kann. Danke. Ganz ehrlich. Dank dir geht es uns jetzt besser. Pass da draußen auf dich auf, Schätzchen. Ich weiß, wovon ich rede. So, Cranes Schicksal abgeschlossen. So, und das war's. Gegenstandsbelohnung. Bauplan für einen Bogen. Duchess Drink, Wein, Stimbeck, Redaway. Alles klar. Warte nur. Nächstes Mal habe ich wieder ein paar Körperteile. Oh, ich freue mich drauf. So, können wir jetzt reden? Hey, Fremdling. Hör zu. Ich kann das gar nicht genug betonen. Du hast das Problem mit Roper wirklich gut gelöst. Wenn das kein Blutbad war, weiß ich auch nicht. Im Ernst. Ich kann dir dafür gar nicht dankbar genug sein. Hier, bitte nimm das. War eigentlich für schlechte Zeiten gedacht. Aber du verdienst es. Also, kann ich was für dich tun? Ein gutes Stimpack. Na dann, was genau läuft da zwischen dir und Polly? Ihr scheint euch recht nah zu stehen. Erzählst du mir, was im Bergwerk Goldie vorgefallen ist? Ja, das ist das. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Kurz gesagt, die Verbrannten haben uns überrannt. Echt seltsam. Die Viecher wirken dumm wie Brot. Aber manchmal wissen sie über Dinge Bescheid, die sie nicht wissen sollten. Als ob sie miteinander reden. Nur ohne Worte. Ach, wir hielten gut Stand, bis ich getroffen wurde. Mit einem Bein zielt es sich um einiges schwerer. Als es mich erwischte, ist Polly durchgedreht. Man könnte sogar sagen, sie hat ihren Kopf verloren. Oh mein Gott, war der schlecht. Ja, jetzt warte mal. Wir passen aufeinander auf. Keine Ahnung, wann du den Vault verlassen hast, aber wer hier draußen überleben will, schafft es nicht alleine. Polly ist schon länger eine, wie soll ich sagen, eine enge Vertraute. Mehr als das. Ach, Duchess und Polly passen nicht gut zusammen. Duchess behandelte sie wie einen Protektron. Wie so ein Diener zum Herumkommandieren. Dabei ist sie viel mehr als das. Keine Ahnung, ob alle Aggressotrons so sind oder ob es an ihrer Programmierung liegt, aber sie ist eine echte Lady. Als Duchess das einsah, war alles in Ordnung. Naja, so in Ordnung jedenfalls, wie es geht. Ich kenne da einen Aggressotron in Good Neighbor. Der ist auch eine richtige Lady. Und auch. So, ja, wie geht's? Ach, viel besser, weil ich nicht mehr in dieser Grube bin. Duchess hat mir ein paar Stims besorgt, also ist alles gut. War schon schlimmer, hab mich gut erholt. Es braucht nur etwas Zeit und davon habe ich reichlich. Na gut. Wir reden später. Nee, wir reden irgendwann mal später wieder. So, wie geht's noch, Mord? Falls ich's noch nicht erwähnt habe. Danke, dass du uns dort nicht allen das Leben gekostet hast. Ich habe einen besseren Tod verdient, als auf den Knien erschossen zu werden. Also danke. Was gibt's? Ich wollte ein bisschen quatschen und gucken, was so, hatten wir das nicht schon? Dann ein andermal. Ich glaube, das hatten wir schon. Okay, dann. Gehen wir nochmal. So, dann haben wir noch begib dich zur Lieferantin, um deine Legendärscheine auszugeben. Und das machen wir ein bisschen später. So, wo ist denn das Camp? Das war hier.
einmal. Jetzt gucken wir mal. Wir haben doch gerade einen Bauplan bekommen. Nee. Das müsste hier unter... War das Notizen? Das Bauplan, ja klar. Bauplan oben. Lederrüstung Hose, das nehmen wir mit. Haben wir noch Rezepte? Muss man ja mal gucken können. Haben wir da irgendwas? Ne, haben wir nicht. Die ganzen Schatzkarten, die könnten wir auch mal benutzen, oder? Mann, Mann, Mann. Wir können jetzt einen Bogen bauen, ja? Und wir haben noch was bekommen. Moment. Waffen haben wir nicht bekommen. Kleidung, das brauchen wir nicht. Eine Radikalmaske. Du verschmilzt mit deiner Umgebung, wenn du dich beim Schleichen nicht bewegst. Das haben wir ja eigentlich schon. Wie sehen wir denn jetzt aus? Ein bisschen wie der Mann in der eisernen Maske oder Sauron oder die Freiheitsstatue. Ja, okay. Können wir machen. Dann bauen wir uns jetzt noch einen Bogen und das machen wir nicht an der Rüstungswerkbank, sondern natürlich an der Waffenwerkbank. Mechanische Waffen, Bogen. Stufe 1 Bogen ist jetzt aber eher langweilig, oder? Wieso können wir nicht Stufe 35, 40, 50? Wieso können wir das nicht? Stufe 30 Bogen können wir machen, der 70 Schaden macht. Okay, das können wir uns mal leisten. Und modifizieren. Kann man was modifizieren? Können wir da ein bisschen mehr draus machen? So. Anscheinend ja. Standardpfeile. Nee, da geht nichts. Standard aussehen. Dann nicht. Nein. So, der macht 70. Feuerrate 100, also wenn wir gut sind. Und ich glaube, er ist auch vor allen Dingen sehr leise. Reichweite 312. Das ist richtig gut. Dann haben wir den, der macht 101. Und das Todestamburin macht 113. Haben wir schon rausgefunden. Das heißt, den Ausweiter, den packen wir gleich mal in die Kiste. Unsere Kampfflinte macht 101 Schaden. Und unser neues Jagdgewehr, können wir da was machen? Waffenschmiedrang, ich glaube, das haben wir doch, oder? Hoffe ich. So, dass der Schaden mal ein bisschen besser wird. 104 können wir rausholen. 104. Yes. Genau. So. Reichweite 216. Mhm. Wobei im Wetz schießen wir ja nicht immer auf Distanz. Egal. Standard kommt, da fehlen uns jetzt die Federung. Okay. Standardmagazin, da fehlen uns die Federung für. Standardvisier. Da können wir noch was machen. Auf der Rossierrohr. Präzision plus 102. So, Bajonett. Nee, was haben wir hier? Kompensator. Nimmt die Reichweite ein bisschen raus. Verbesserte Rückstoß, der Rückstoß. Verbesserte Rückstoßkontrolle, erhöhte Präzision, verringerte Reichweite. Unterlegene Reichweite. Nee, das wollen wir nicht. Ein Schalldämpfer wäre auch noch schick, ne? Standard aussehen, da machen wir nichts. Gut. Dann schauen wir hier nochmal eben rein. Was haben wir gesagt? Den behalten wir. Den packen wir weg. Mit der laufen wir bis jetzt ganz gut. Mit der hier auch. Ja, ganz genau. Die. Hallo.
Die Mine wollte ich nicht haben. Das Spiel, der Server reagiert gerade nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Kamera, ja mein Gott, warum nicht? Der Raketenwerfer, für den haben wir ja sowieso nichts. Den können wir mal wegpacken. Silver Shroud. Weißt du was, die benutzen wir gerade nicht. Das benutzen wir sehr gut. Das probieren wir mal aus. Die können wir verwerten. Die doch auch und die doch auch und überhaupt. ...224 von 305. Das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Und das Klebeband nehmen wir mit. Dann gucken wir da als nächstes auf die Hauptquest. So, ich bin der Tod. Das haben wir nie gemacht. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal erwähnt. Ich wollte es machen. Hat nicht geklappt. So, die Aufseherin zur Folge wurden Appalachia 2 neue Siedlungen gegründet, Crater und Foundation. Ich musste die jeweiligen Anführer davon überzeugen, sich gegen die verbrannten Seuche impfen zu lassen. Das wollen wir auf jeden Fall. Ich muss dafür sorgen, dass die neuen Raider in Appalachia... Ich sollte Rose in Top of the Top World bitten, ein Treffen mit ihren Anführern zu organisieren. Da müssen wir also vorher hin. Dann lernen wir endlich auch noch Rose kennen. Und das haben wir auch noch. Was haben wir noch? Nebenquest. Das wollen wir so gar nicht. Sprich mit der Aufseherin. Wir haben alles gesehen. Dann fangen wir mit der Aufseherin an. Die ganzen täglichen Sachen, die lassen wir mal sein. Und Ereignisse lassen wir auch sein. Was hältst du davon? Dann nehmen wir unsere schicke neue Maske und ich reise einmal zurück ins Camp und pack den ganzen Schrott mal in die Truhe und dann sehen wir uns gleich in einer neuen Folge Let's Play Wastelanders Fallout 76 wieder. Schön, dass du, ja genau du, eingeschaltet hast. Wenn du was loswerden willst, schreib mir gerne was in die Kommentare, freue ich mich drüber. Lass mir doch ein Däumchen da, wenn dir dieses Let's Play gefällt. Schau doch mal in die Staffel 2 rein, zusammen mit dem Max und dem Garthfinder. Ja, was essen müssen wir auch. Und ansonsten hoffe ich, dass dir dieser kleine Kanal Blaulicht LP gefällt. Bis zur nächsten Folge, Wastelanders. Tschüss, mach's gut. Dein Niveau.